Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Shalia Stevens von ShaliaStevens.com, wo wir Ihnen zeigen, wie Sie Ihre Expertise online bringen und mehr Menschen erreichen. Sie können Ihre Expertise online bringen und mehr Menschen erreichen, indem Sie Webinare halten. Webinare haben sich zum Instrument Nummer 1 für viele Selbstständige, Experten und Firmen weltweit entwickelt, die ihre Kunden und Klienten online erreichen wollen und mit ihnen in Kontakt treten wollen, auf eine sehr persönliche Art und Weise und für solche, die ihre Dienstleistungen online erbringen möchten. Webinare sind deswegen sehr attraktiv, nicht nur, weil sie eine der höchsten Konversionsraten haben von allen Content-Marketing-Strategien im Netz, aber auch, weil sie vielfältig einsetzbar sind. Man kann mit Webinaren Online-Events veranstalten, man kann mit Webinaren Online-Trainings halten, worauf viele Geschäftsmodelle heute aufgebaut sind für Online-Unternehmer. Und man kann auch mit Webinaren Experten-Themen positionieren, also Vorträge halten, am besten in interaktiver Form, wo man in Kontakt, nahe Kontakt mit den Webinar-Teilnehmern geht und 30 Minuten, 60 Minuten oder bis zu 90 Minuten mit den Interessenten und Personen aus ihren Zielgruppen in Kontakt gehen und eine Beziehung aufbauen. Das ist das Tolle. Ihre Teilnehmer kriegen nicht nur Mehrwert von Ihnen und Wissen und Erfahrung auf dem Weg und haben mächtig davon was mitzunehmen, sondern sie können auch eine Ahnung entwickeln, wer sie sind als Mensch, was ihre Kompetenzlevel ist, ob sie sich vorstellen könnten, mit ihnen weiter in Kontakt zu sein, vielleicht sogar ein Angebot von ihnen zu buchen oder ein Produkt von ihnen zu kaufen. Das ist das sogenannte Kennen-Mögen-Vertrauen-Effekt. Und die gute Nachricht ist, es war noch nie zu leicht, ein Webinar auf die Beine zu stellen. Sie wählen das richtige System, geben ihren Titel von ihrem Webinar ein, klicken auf einen Knopf und schon, schwuppsdiwupps, haben sie einen Webinarraum aufgesetzt mit Landingpage, wo sie Menschen einladen können und plötzlich zahlreiche Teilnehmer vor sich haben. Doch die schlechte Nachricht ist auch, dass viele das noch nicht tun. Es gibt zwei Hauptgründe dafür. Entweder weil sie gegenüber Webinare als Medium, als Marketinginstrument Vorurteile hegen, weil sie gesehen haben, wie andere das machen in einer Art von Verkaufsveranstaltung, wo sie sich nicht wohlgefühlt haben vielleicht als Teilnehmer. Und der zweite Grund ist, dass man sich gerne versteckt. Wollen wir mal ehrlich sein, manchmal ist es uns lieber, uns hinter unserem Laptop zu verstecken, in unseren Büros, als da rauszugehen in die Welt und uns zu zeigen, aufzutreten und wirklich den Leuten wissen zu lassen, dass wir der Experte ihres Vertrauens sein könnten. Und das ist auch verständlich, denn es bedarf einer Portion Mut dahinter, um da rauszugehen und das zu tun. Glauben Sie mir, ich weiß es. Ich war am Anfang auch sehr zittrig in dieser Hinsicht. Ich möchte Ihnen aber die richtige Anstellung zeigen für Ihren Erfolg, wie Sie diesen Mut bekommen und die Angst überwinden. Und ich möchte Ihnen auch meine 5 reizvolle Gründe, warum Sie Webinare lieben sollen, vor allem für Ihre Marketing- und Positionierungsstrategie, zeigen, auf den Weg geben. Wie mache ich das? Ich lade Sie hiermit zum Webinar ein. Und zwar ein Webinar, das bereits stattgefunden hat mit dem Namen Warum Webinare lieben? 5 reizvolle Gründe, um sich mit Webinaren zu positionieren. Es wurde gehalten in Kooperation mit der Women Speaker Foundation. Und vielleicht haben Sie davon noch nicht erfahren oder Sie hatten was Wichtiges vor und Sie konnten nicht dabei sein. Heute haben Sie eine erneute Chance, sich dafür anzumelden. Auf dieser Seite geben Sie Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse ein, wählen Sie einen für Sie passenden Tag und Uhrzeit, wo das nächste Webinar stattfindet und melden Sie sich an. Ich lade Sie herzlich ein und freue mich, Sie auf der anderen Seite zu sehen, wo ich mein Pareto-Prinzip für Webinare mit Ihnen teile und andere sehr wichtige Geheimnisse um das Thema Positionierung mit Webinaren. Wir sehen uns dort. Ich freue mich. Bis dann. Tschüss.